Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebinged. Zum einen mit mir und natürlich an meiner Seite der beste Mitarbeiter der Welt, Stu. Hallo Stu. Hallo, und ich finde es schön, dass du das spontan einfach so gesagt hast. Ja, du hast mich ja vorher darauf hingewiesen, dass das gerne sein soll. Und auf jeden Fall, genau, wir haben uns wieder zusammengefunden für einen Serienpodcast. Dieses Mal aber nicht im klassischen Abgebinged-Format. Das hatten wir gerade mit Stranger Things gemacht. Und der ist 4 Tage her oder so, der Podcast. Und aber da haben wir auch kein klassisches Abgebinged gemacht, mein Lieber. Da hatten wir den Paul zu Gast. Und einfach, da haben wir auch gesagt, wir sagen euch jetzt nicht, was wir geguckt haben, oder? Oh, verdammt, vielleicht ist das auch einfach neuerdings ein Geheimnis, was wir gucken. Aber dann müssen wir tatsächlich bald mal wieder ein normales Abgebinged machen, fällt mir auf. Egal. Wir reden heute über Superhelden. Genau, weil wir haben nämlich mehr oder weniger seit letzter Woche Freitag, heute ist Dienstag. Oje. Genau, die letzte Folge von The Boys gesehen, von der 3. Staffel, das Finale. Ich habe meine Folge gestern Abend geguckt. Du hast sie wahrscheinlich am Wochenende schon geguckt. Montag. Freitag morgens um 9.01 Uhr angefangen. Oh, okay, noch besser. Genau, und wir dachten uns, dadurch, dass wir die 2. Staffel sehr ausführlich besprochen hatten, übrigens mit Recap sogar, was uns vorhin entfallen ist und wir erst wieder googeln mussten, ob wir das tatsächlich gemacht haben oder nicht, haben wir sehr ausführlich die 2. Staffel besprochen und wollten das natürlich auch nicht missen, darüber über die 3. Staffel zu sprechen. Und es lohnt sich meines Erachtens auch sehr, darüber zu reden. Wir würden aber ungern jetzt darüber rumphilosophieren quasi, ob das jetzt für jemanden geeignet ist oder nicht, sondern wir würden direkt in den Spoilerbereich einsteigen. Daher sei hier die Warnung ausgesprochen, wir reden jetzt über alles, was in der 3. Staffel von The Boys passiert. Okay, vielleicht noch eine kleine Frage oder Bitte, weil es ja bestimmt Leute gibt, die uns total famos finden, aber die 3. Staffel noch nicht gesehen haben oder noch dabei sind. Vielleicht einfach in einem Satz oder in einer Punktzahl, das würde schon ausreichen, kurz zu sagen, wie wir die 3. Staffel fanden. Das ist schon fair, finde ich. Okay, warte. Spritzig. Ja, ich fand sie auch sehr spritzig. Ja, doch. Ja. Gut, damit sei alles gesagt. Nee, also es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut rein. Ja. So, genau, das heißt, wir reden jetzt mit Spoilern. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe versucht, das für mich so ein bisschen zu strukturieren. Ich muss kurz unterbrechen, aber ich habe gerade derbstes Kopfkino. Wir reden jetzt mit Spoilern. So, hallo, das ist übrigens Norman Bates ist der Killer gewesen. Entschuldigung. Ah, dumme Witze. Aber so ein Podcast können wir auch mal machen. Definitiv, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja. Ein reiner Spoilercast. Einfach so völlig random über irgendwelche Spoiler. Ja. Genau, also zurück zum Podcast. Ihr merkt schon, es ist warm überall und wir sind auch ein bisschen durch. Ich habe mir gedacht, wir reden so ein bisschen über die Story, über die Figuren, was so in der Staffel passiert, wie sie sich entwickeln. Vielleicht insgesamt, wie entwickelt sich die Staffel so übergreifend? Was gibt's Neues? Welche Highlights oder sonstiges? Dann unsere persönlichen Highlights oder unsere persönlichen Folgen, was wir vielleicht nicht so gut fanden. Und dass wir dann nochmal über das Finale reden. Wenn das so für dich okay ist. Da hast du viel vor, dann fang mal an. Genau, reden wir doch mal über die Story. Kannst du das mal grob zusammenfassen, wo wir denn starten in der 3. Staffel? Stormfront ist tot. Also was heißt tot? Es ist nicht mehr so viel von ihr übrig. Ich habe gerade einen Blackout. Also komm, da kommt so ein Homelander-Typi und sehr gut. Ich habe gerade wirklich einen Blackout, Thomas. Das ist gerade wirklich. Das ist sehr amüsant. Das lassen wir aber auf jeden Fall drin. Oh, nein. Also wir starten halt damit, dass ja in der 3. Staffel quasi Homelanders Sohn gerettet worden ist. Er ist jetzt versteckt worden. Homelander ist mega angepisst, aber kann nicht so wirklich viel machen, weil es ein Video gibt von ihm. Mit dem Flugzeug, wo er so ein bisschen erpresst wird, wird gleichzeitig von Walt so klein gehalten und Stormfront, hast du schon gesagt, ist ans Bett gefesselt, sehr verletzt, aber immer noch am Leben. Und die Boys sind so ein bisschen
ehrlich geworden, hätte ich fast gesagt. Sie sind also angestellt beim CIA. Es gibt ja jetzt auch dann einen Unterausschuss, die das Ganze untersucht bei Superbösewichten und die zur Strecke bringen will. Aber unter der Oberfläche rumort es schon und es riecht die ganze Zeit nach Verschwörung. Und gleichzeitig wissen wir ja schon, wer Mrs. Kopfplatzen ist, die auf jeden Fall in der ganzen Staffel noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich muss gestehen, ich war nach dem Ende der zweiten Staffel, das hatten wir damals auch gesagt gehabt, sehr gespannt, wie es so weitergeht, weil ich das ein cooles Finale fand. Und ich immer das Gefühl hatte, dass Homelander immer mehr an so einen Abgrund gezerrt wird, wo er irgendwann rüberspringen muss oder reinspringen muss, was auch immer, und dann sich selbst offenbart quasi oder outet, wie er wirklich ist. Und da waren meine Erwartungen jetzt an die Staffel, und das würde ich jetzt mal ganz kurz damit zusammenfassen, war meine Erwartung genau das. Also ich wollte zum einen natürlich wieder viel dreckige, blutige, spritzige Action haben. Auf der anderen Seite natürlich ein Butcher, der mega angepisst ist. Karl Urban ist ja quasi prädestiniert für diese Rolle. Und gleichzeitig sehen, wie diese ganze Abgrund, der da aufgemacht worden ist, mit der Spaltung der Gesellschaft, mit dieser Social-Media-Kritik und mit diesen ganzen Verschwörungen, die da bei Wall passieren, dass das weitergetrieben wird. Und ich wurde diesbezüglich nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Es hat mich ein wenig überrascht, weil wir ja am Ende der zweiten Staffel gelernt haben, dass diese Victoria Newman diejenige ist, die hier diese Kraft hat, die Leute zum Kopfplatzen zu bringen. Und die ist ja die Vorgesetzte jetzt von Huey. Und ich hatte mir eigentlich, also ich hatte damit gerechnet, dass es sehr lange dauert, bis Huey und seine Boys dahinter kommen, wer diese Neumann oder Newman ist. Und das war ja relativ schnell abgehakt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, das hätte mir nicht so gefallen, wenn die irgendwie jetzt die ganze Staffel da immer so rätseln, wer hat denn das gemacht mit dem Kopfplatzen, dass das relativ ja schnell erledigt wird, um damit sich die Boys halt ja wieder ihrem Tagesgeschäft widmen können. Weil es ist ja auch so, dass Huey da auch ein bisschen konsterniert ist, weil er irgendwie merkt, so verdammt, ich wollte das Richtige tun. Aber jetzt bin ich hier und muss feststellen, dass die mit dafür verantwortlich ist, dass das größte Chaos über uns reingebrochen ist, die ist eigentlich die Chefin davon. Deswegen sieht er ja keine andere Möglichkeit, als die, ich sage es mal, Billy-Butcher-Methode anzuwenden. Ja. Wir können ja da direkt auch mal mit den Figuren einsteigen, weil ich finde, da passiert tatsächlich eine ganze Menge in dieser Staffel. Du hast es ja gerade schon angesprochen, also Butcher ist halt Butcher. Der hat halt diesen Druck, beziehungsweise sein Überziel, was er hat halt, ne, mit Homelander, ihn auf jeden Fall zu töten. Man erinnert sich nur an das GIF, was sich gerne verbreitet, wo er in diesem Stadion steht und Homelander beobachtet, während alle auf das Spiel vergucken. Großartiges GIF. Genau, und das ist ja so, also Butcher ist ja Butcher, ne? Aber ich finde, der Rest des Teams, da passiert tatsächlich eine ganze Menge in dieser Staffel. Also Huey hast du gerade schon angesprochen. Da gibt es dann nachher ja noch Streit mit Annie, ne? Also dass die auch so ein bisschen Misstrauen haben. Gleichzeitig gibt es ja dann diese neue Wii-Version, wo man kurzfristig Superheld wird. Das fand ich übrigens eine richtig geile Idee. Das ist ja auch wirklich dann ein bisschen näher an den Comics, weil ich habe ja tatsächlich die Comics gelesen von The Boys, als nach der ersten Staffel. Ja. Und ich finde die Comics nicht schlecht, aber wie so viele muss ich sagen, die Serie macht es besser, weil die Comics sind irgendwann nur noch zynisch, brutal und zeigen diese den Stinkefinger entgegen. Und ich finde, das macht die Serie zwar auch, aber die hat dabei noch, sag ich mal, eine Message und ist vor allem auch ja fast schon tagesaktuell bei dem, was sie erzählt. Denn diese ganze Superhelden-Sache ist natürlich mehr so ein Überbegriff. Und da kommen wir wahrscheinlich auch später drauf. Gerade wenn Homelander merkt, dass da eben auch Leute draußen sind, die zwar keine Superkräfte haben, aber eben durchaus positiv gewillt sind, erinnert das schon teilweise an ein paar Leute, die gerne hauptsächlich montags durch die Straßen gehen und gegen etwas protestieren, wo man auch in den Kopf schüttelt. Ja. Da würde ich gleich nachher noch mal ein bisschen genauer drauf einsteigen, weil das passiert ja dann auch im Finale sehr, sehr viel. Habe ich dich rausgebracht? Ja, du hast mich total rausgebracht. Ich finde es auch schwierig bei der Staffel, Wir wollten über die Figuren reden. Genau, aber ich finde es halt schwierig. Ich hatte meinen Blackout, jetzt hattest du deinen Blackout. Jetzt sind wir quit. Gut. Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Nein, ich finde es schwierig, weil es so viele Figuren sind tatsächlich. Vielleicht ist das auch an der einen oder anderen Stelle mittlerweile durchaus ein Problem, weil wir kommen ja Wobei, in der, ja.
Ja, also ich finde, es geht noch. Ich war ein bisschen enttäuscht. Vielleicht kannst du dich erinnern, in der zweiten Staffel gibt es doch dieses Heim oder diese psychiatrische Anstalt für Superhelden. Genau. Da gibt es ja auch diese eine Heldin oder diese Schurkin, also diese Frau mit der Glatze, die ziemlich gefährlich aussieht, die ja irgendwie entkommt. Mhm. Und da haben wir uns ja, glaube ich, gefragt, mal gucken, was mit der passiert. Und hatten damit ja gerechnet, dass sie in der dritten Staffel noch auftaucht. Aber sie taucht ja nicht mehr auf in der dritten Staffel. Und ich glaube, vor einem Jahr hätte ich gesagt, so schade, aber mittlerweile muss ich sagen, nee, ist gut so, lass das mal so. Weil wir haben ja bei Stranger Things gesehen, dass viele Figuren, egal wie interessant sie sind, auch immer eine gewisse Bürde bedeuten für die Erzählung. Und ich finde, bei The Boys geht es noch. Ich finde, nicht alles, was hier erzählt wird, funktioniert auch so, wie sie sich das vorgestellt haben. Also nehmen wir mal so ein Mothers Milk, da wird ja auch erzählt, dass er Probleme hat privat mit seiner Ex-Frau und seiner Tochter. Das kann man machen, das nimmt auch nicht so viel Raum weg. Aber mir persönlich war es letztlich vollkommen egal, weil eben es andere Sachen gab, die für mich dann wichtiger und spannender und interessanter waren. Ja. Also was sie auf jeden Fall schaffen in der Staffel ist A, irgendwie allen Figuren so ein bisschen Zeit zu geben oder sie einfach völlig aus dem Spiel zu nehmen, wie Maeve. Zack, ist gefangen, 4 Folgen weg. Genau, aber sie geben ihnen trotzdem irgendwie Raum, sich zu entwickeln, beziehungsweise, dass wir so ein paar Überraschungen bekommen. Ein gutes Beispiel ist da einmal The Deep und A-Train, die ja so richtig so Arschlochfiguren sind, finde ich. Aber irgendwie, also gut, bei The Deep ist nochmal eine andere Sache, aber mit A-Train habe ich zum Beispiel mittlerweile so ein bisschen Mitleid, weil ihm ja so übel mitgespielt wird und er auch gar keine Wahl mehr hat, irgendwas anderes zu machen, weil gleichzeitig sein Bruder ja verletzt wird, ne? Und er hat ja mit Blue Hawk da auch so einen Nazi-Gegenspieler, der aber irgendwie auf Kumpel macht und Walt ihn dazu zwingt und dann am Ende kriegt er noch sein Herz auch. Mal gucken, was sie daraus dann auch machen und wie sich dann A-Train irgendwann, auf welche Seite er sich schlägt. Und bei The Deep haben sie es ja diesmal satirisch gesehen ja wirklich auf die Spitze getrieben. Also da gibt es ja ein paar groteske Szenen. Ja. Ja, ich sag nur Tintenfische. Ja, er fickt einen Tintenfisch. Ich meine, wir sind ja beim Spoiler-Part und wir sind erwachsen, also sagen wir, wie es ist, er fickt einen Tintenfisch. Er fickt nicht nur einen. Er hat sexuelle Kontakte mit einem Tintenfisch und mit Tintenfischen. Genau. Ja. ich finde tatsächlich auch, dass A-Train und The Deep so ähnlich behandelt werden in dieser Staffel. Ja. Sie beide sind riesengroße Arschlöcher und ich finde nicht nur, dass sie gezwungen werden oder dass das Wort sie zu Arschlöchern macht, denn es gibt oft Entscheidungen, die sie selbst fällen, wo man einfach sagt, nee, sorry, diese Entscheidung hast du gefällt, das heißt, du bist das Arschloch. Auf der anderen Seite tun sie mir auch manchmal wirklich leid. Also da bin ich wirklich hin und her gerissen. Ich mag die beide Figuren sehr. Ich muss wohlgemerkt zugeben, ich finde, mit The Deep wissen sie oftmals nicht so viel anzufangen, außer hier hast du einen Tittenfisch, viel Spaß. da finde ich, hat A-Train dramaturgisch dann noch ein bisschen mehr auf der Waage liegen. Nichtsdestotrotz, beides sehr interessante Figuren, auch toll gespielt von den Darstellern Jesse T. Usher und Chase Crawford. Aber ich war oft wirklich hin und her gerissen. Also es war nie so, dass sie mir nur leid taten oder dass ich sie nur scheiße fand. Es war immer so eine Ambivalenz da, was ich sehr gut fand. Ja, genau. Also wir sind ja jetzt erstmal bei den Bösewichten, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ne? Und da gebe ich dir recht. Vielleicht hätte man an der einen oder anderen Stelle auch noch mehr drauf machen können. Und was mir tatsächlich fehlt in der Staffel, also neben den ganzen positiven Sachen, die ich hatte, mir fehlt so ein bisschen dieses Walt-Gespiele. Ne? In der zweiten Staffel hatten wir das noch öfter mit so Auftritten und dem Film und sowas. Hier gibt es zwar auch so ein paar Auftritte vor den Medien, aber sonst haben die eigentlich gar keine Aufgabe mehr bei Walt oder sind eigentlich auch so regulär überhaupt keine Superhelden mehr, die irgendwas tun. Wobei es ja eigentlich auch passt, weil Stan Edgar, gespielt von Giancarlo Esposito, ja auch relativ schnell aus dem Spiel genommen wird. Nicht, weil er stirbt, sondern weil er halt einfach entmachtet wird, sag ich mal. Ja. Sodass diese Superhelden ja wirklich mehr Freiheiten haben. Deswegen fand ich das relativ logisch. Und außerdem hast du halt dafür halt einen sehr schönen Cameo von Charlize Theron, die irgendwie einen Monat zuvor noch bei Doctor Strange kurz zu sehen war und jetzt bei The Boys. Das ist halt echt großartig. Ja, das hatte gepasst, ja. Ja. Black Noir ist nochmal so eine Nummer für sich. Also da erfahren wir ja zumindest aus dieser Retro-Perspektive so ein bisschen was über ihn, wie damals ja das neue Team entstanden ist, beziehungsweise sie ja Dings, ach, wie heißt der?
Soldier Boy? Soldier Boy von den Russen gefangen genommen haben. Hm. Und da sieht man ihn ja auch noch ohne Maske und dann, was passiert ist quasi, in dem sein halber Kopf irgendwie so weg. Und dann gibt es ja dann diese Momente, wo er am Ende dann noch diese Vision hat von diesen Comicfiguren. Beziehungsweise von, musstest du da auch an Happy denken, die Serie, ja, die wir mal besprochen auf haben? Auf jeden Fall. Aber ich finde, da machen sie ein bisschen wenig draus. Also es gibt dann diese paar Szenen und du denkst dir dann, ja, so, oh ja, cool. Und dann geht er aber wieder zu Homelander zurück und der zermatscht ihn halt schnell. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich war aber dann irgendwie doch relativ zufrieden damit, weil Black Noir hatte echt ein paar tolle Szenen. Also der Moment, wenn er erfährt, Soldier Boy ist zurück oder dann einfach in diesem Aufzug steht, sich den Arm aufkratzt, um diesen Bug da rauszunehmen, diese Wanze, ja, das war dann schon so, wo ich dachte, okay, was ist jetzt los? Und auch dieses Spiel mit diesen Cartoon-Figuren, was so irgendwie zeigt, er hat ja dann vielleicht doch noch ein bisschen was Kindliches und das spiegelt ja auch so eine gewisse Sehnsucht wieder. Und ich hatte auch das Gefühl, sobald ich das beurteilen kann, weil du halt wirklich bis auf die Rückblende nicht sein Gesicht siehst oder seine Mimik siehst, dass er schon möchte, dass das Homelander so in seinem Team ist. Und im Gegensatz zu ganz vielen anderen Toten, die Homelander verursacht hat, glaube ich auch, dass es ihm leid tut, was er da tut. Aber er fühlt sich halt einfach so überlegen. Also er sagt einfach, du hast das verkackt, ich muss dich jetzt töten, es geht nicht anders. Was natürlich auch schon zeigt, was Homelander für eine, ja, psychische Bankrotterklärung da oben im Kopf spazieren trägt. Ja. Aber ich glaube, es tat ihm auch leid. Und es gibt ja auch das Gerücht oder den Wunsch von vielen Fans, dass Black Noir halt eben noch lebt. Kann ja sein. Ich weiß gar nicht so richtig, was der für Superkräfte hat. Für mich persönlich sah der recht tot aus. Ich glaube, das sollte auch final sein. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das Gute ist, man kann ja einfach jemand anderen dann in die Rüstung stecken von Bord. Ne? Das kann man schon machen. Wie bei Translucent. Ich meine, der Typ ist unsichtbar. Ne? Er lebt übrigens noch. Stimmt. Nee, aber das sprichst du schon gut an mit Walt, dass er quasi dann, ja, Homelander wird der CEO und kann ihn dann machen und entscheiden, wie er möchte. Ganz zum Unwillen, ja, von Ashley Barrett, die ja mehr und mehr Haare verliert, was wir auch irgendwann offenbart bekommen. Sehr witzige Szene übrigens. Es ist auch so eine Figur, wo ich nicht weiß, so sollst du mir mittlerweile leid tun oder denkt man sich so, ey Kind, das bist du auch selbst schuld. Was machst du denn noch da? Ja, genau. Mir kann doch keiner erzählen, dass du, wenn du so lange bei denen gearbeitet hast, dass du keine Reputation hast, um nicht irgendwo anders einen guten Job zu finden. Was mir gefällt an dieser Staffel, ist dieses ständige Katz-und-Maus-Spiel zwischen Homelander und allen anderen Figuren. Ne? Weil er ständig irgendwie so das Gefühl hat, so, ich kann jetzt nicht, wie ich will, ne? Aber dann finde ich doch irgendwie einen Move und kann das ausschalten. Werde dann aber trotzdem wieder öffentlich dargestellt als, dann doch der Böse, aber dann stelle ich mich in den Medien da und sag einfach Fake News. Also das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hattest mit diesem politischen. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Und ich glaube, über Homelander und Anthony Starr müssen wir eigentlich gar nicht reden. Der hat einfach wieder abgeliefert. Ja, also ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge. Es gibt ja diese eine Szene, wenn er da irgendwie nach einem Dreh in so einen Kuhstall geht und eine Kuh melkt, wo ich dachte, okay, Leute, das ist jetzt wieder, ihr müsst diesen Gag nicht überstrapazieren. Das tun sie auch gar nicht, weil danach kann ich mich nicht dran erinnern, dass er dann irgendwie noch mal großartig wirklich so Milchszenen hat. Nee. Und bei Homelander gibt's ja dann auch, ja, so ein bisschen dieser Reveal ist es jetzt nicht, aber dass du halt merkst, was ihn auch antreibt, weil er ist ja auch einfach einsam. Ne? Wie heißt es so schön von F. Scott Fitzgerald, dieses Sprichwort, zeig mir einen Held und ich zeig dir eine Tragödie. Das passt auch ein bisschen auf Homelander. Mich erinnert Homelander ja tatsächlich so von seiner Persönlichkeit so ein bisschen an Joffrey aus Game of Thrones. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht gar nicht natürlich so ein Arschloch geworden wäre. Da wurde halt eben echt nur bei der Erziehung geschlampt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das macht es ja gruseliger, dass er jetzt Vater ist und da quasi auch seine Vaterrolle machen möchte. Ja, wobei das war auch so eine Situation, also so, oder eine Szene, wenn Billy Butcher Ryan, also den Sohn seiner verstorbenen Ex-Frau und von Homelander, zurückweist, weil er halt eben will, dass er in Sicherheit ist. Und ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, tu das nicht. Das ist
das ist neben Homelander der stärkste Mensch auf dem Planeten. Mhm. Und du behandelst ihn gerade wie der letzte Arschloch. Das kommt wie ein Bumerang zurück. Und natürlich kam es halt so. Ja, das war tatsächlich ein bisschen vorhersehbar, ja. Ja. Da bin ich aber wirklich gespannt, wie es da in der nächsten Staffel zwischen den beiden weitergeht und ob der Sohn irgendwann erkennt, was der Vater ist. So ganz klar war das im Finale nämlich nicht, ob er das jetzt gut findet oder nicht gut findet. Ja, okay, also das letzte Bild von Ryan ist ja so eine Reminiszenz an das Endbild von das Omen, ja. Ja. Ich meine, er ist ein kleiner Junge und er hat jetzt jemanden, der ihm wirklich Sachen beibringen kann, die er vorher nicht wusste. Und ich meine, sein Papa lässt mal einfach einen Typen den Kopf explodieren, weil er ihn irgendwie mit einer leeren Plastikflasche beworfen hat. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ryan erkennt, was für ein Idiot sein Vater ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie jetzt auf Brightburn machen und dass der auch wirklich brutal wird und Leute unterdrückt. Es bleibt spannend zu gucken, weil ich glaube, was Homelander noch nicht richtig gerafft hat, ist, wenn er halt wirklich sein komplett wahres Ich zeigt, dann laufen ihm halt nicht nur die Rechten davon, oder die Linken, sondern auch die Rechten, dann wird er halt wirklich alleine sein. Und das ist ja das, wovor er final Angst hat. Er sucht ja immer Bestätigung. Ja, und das ist ja das Problem. Also wir können es ja jetzt direkt mathematisieren, weil das ist ja das Problem, weil das finde ich richtig gut gemacht von The Boys von der dritten Staffel. Es entwickelt sich ja mehr und mehr zu einer Subdiktatur. Ne? Also die bringt ja den Vizepräsidentenkandidaten um und sie wird ja dann, also Victoria Newman, wird ja dann die neue Vizepräsidentin in der Kandidatur. Mhm. Und wenn dann die Wahl gelaufen ist, was meinst du, was dann der Präsident dem passiert? Vielleicht platzt dem der Kopf oder sonstiges, ne? Dann ist der auch Geschichte und dann wird sie Präsidentin und hat gleichzeitig Homelander hinter sich oder mit sich zusammen quasi in der Kooperation und Homelander hat jetzt festgestellt, das ist gar nicht schlimm, dass ich Leuten den Kopf wegbratze. Die Leute feiern mich sogar noch dafür, weil sie es cool finden, beziehungsweise sagen, das war richtig. Ne? Und das passt natürlich auch so ein bisschen in so diese rechte Bewegung Welle, die wir ja weltweit tatsächlich haben, in den letzten Jahren, mit diesem Erstarken von so ganz, ganz vielen Dingen, die vorher tabu waren, und wo jetzt gesagt wird, ja, richtig so, die linksgrünen Versüften, die müssen wir auf die Fresse hauen, ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass sich da auch das in der nächsten Staffel sehr, sehr stark thematisiert wird, dass das Ganze so in so einer Diktatur endet. Ja, das wird spannend, was sie machen. Ich finde halt wirklich, sie werden immer politischer, wobei sie das ja auch damit kontrastieren, dass sie dafür auch immer wahnsinniger werden. Also, ja. Um das hier mal kurz einzuwerfen, also wir können gerne gleich weiter über die Figuren reden, aber The Boys war ja schon immer sehr brutal und auch oft zynisch, ja, und sarkastisch und ironisch. Aber ich hatte echt das Gefühl, so, also nach Staffel 2 haben sich da rumgesessen im Writers Office und dachten sich so, okay, was machen wir? Und haben dann wirklich einfach das Krasseste aufgeschrieben, was ihnen eingefallen ist und es umgesetzt. Und ich muss sagen, es gab mehr als eine Szene, wo ich dachte, okay, das ist neu. Willst du denn gerne mal über Folge 6 reden? Also, ich will hier gar nicht jetzt mit dem Herogasm anfangen in Folge 6, der natürlich sehr stark beworben wurde und wo ich auch letztlich sagen muss, der ist schon in Anführungszeichen krass, aber er ist jetzt nicht so wild wie in den Comics und auch nicht so wild, wie er gemacht wird. Das ist ganz klar für Erwachsene, das auf jeden Fall, aber ich meinte mehr so in der ersten Folge, da ist halt so ein Soup, der sich klein macht und dann einem anderen Typen in den Schwanz kriecht, weil beide das sexuell erregt, frag mich nicht warum. Und dann, weil der kleine Mann auf Kokain ist, dann seine Fähigkeiten nicht kontrollieren kann und dann plötzlich groß wird und dann, ja, dann ist halt eben eine riesengroße Blutmatsche. Solche Sachen. Und es ist auch, also, du siehst auch, wie er in den Penis eindringt und solche Sachen. Naja. Es ist nicht wirklich schockierend, weil dafür ist es einfach zu absurd. Ja. Aber es ist schon, um die Bewertung dieser Staffel nochmal aufzugreifen, spritzig. Spritzig, genau. Ne? Nee, da gebe ich dir total recht. Also es gab auch viele Stellen, wo ich ja das einfach gefeiert habe, ne? Wo ich mir dachte so, ja. Oh, cool, das passt auf jeden Fall einfach zu The Boys. Und das Interessante finde ich ja, wie sie auf diese Idee mit diesem Penis gekommen sind. Ja. Weil es ja irgendwie so ein Meme geht oder eine Theorie von Leuten, die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, bei Endgame von Avengers, warum hat sich Ant-Man nicht klein gemacht, ist in Thanos Popoloch reingegangen, hat sich wieder groß gemacht und die Sache wäre geritzt.
Und das haben sie halt eben aufgegriffen. Und das finde ich schon sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Also insgesamt hält sich die Action ja zurück, auch in dieser Staffel wieder. Ja, dieser ganze Look, der ist ja irgendwie so eine Mischung aus real dreckig und so ein bisschen überspitzt YouTube-mäßig. Mir gefällt das total. Und aber wenn es mal knallt, dann ist es jetzt nicht so pompös Marvel-mäßig, aber irgendwie schon immer so, dass du denkst so, boah, krass. Ja, also ich finde, das mit der, also es sieht manchmal wirklich aus wie so ein YouTube-Video, also wobei auch YouTube-Videos mittlerweile in 4K existieren. Das passt aber, wie ich auch finde, komplett sehr gut zur ganzen Stilistik dieser Serie. Ja. Und ich finde halt, die Splatter-Effekte sind, wie gesagt, die sind auch echt übertrieben. Also ich kann mich da an eine Szene erinnern, ich weiß nicht, ob es jetzt Folge 1 oder 2 war, wenn diese Victoria Newman einen alten Freund umbringt, aber er hält ihr irgendwie die Augen zu und dann platzen halt nur gewisse Körperteile von ihm. Das ist echt blutig, aber wie gesagt, wenn The Boys Gewalt exerziert, ist das halt immer so dermaßen over the top, dass man da schon sehr klar erkennt, das ist jetzt, also es gibt Brutalitäten in Filmen und Serien, die wirken auf mich verstörender als das. Ich will nicht, damit nicht sagen, dass ihr euer elfjähriges Kind jetzt vor The Boys setzen sollt, das nicht. Also die Emerson als der Film ab 18 ist schon gerechtfertigt. Aber ja, es ist halt wirklich so wie bei, weiß ich, Tanz der Teufel 2 so ein bisschen. Vom Gewaltgrad her. Lass uns mal die Figuren ganz kurz abschließen. Ich würde nur noch erwähnen wollen, dass ich finde, dass Frenchie und Kimiko ein richtig süßes Paar abgeben in dieser Staffel. Ey, ganz ehrlich, ich war nach Ende der Staffel so, ich dachte mir, was ist mein Lieblingscouple? Yui und Starlight? Oder French und Kimiko. Es ist echt schwer. Es ist schwer, es ist wirklich schwer. Es gibt ja auch diese schöne Musical-Sequenz, wobei ich auch sagen muss, Leute, mittlerweile ist es nicht mehr frisch und innovativ, irgendwo eine Musical-Sequenz einzubauen. Das haben wir jetzt auch schon oft gesehen. Aber wenn einem die Figuren schon irgendwie was bedeuten, funktioniert das auch immer noch ganz gut. Ich bin Kimiko-Fan durch und durch. Ich finde, weil wenn Kimiko jemanden umbringt, ist das schon, finde ich, immer sehr drastisch, weil die einfach nicht aufhört. Ja, da gibt es ja auch in der letzten Folge so einen Moment, wo man denkt, so, ich glaube, er ist tot. Du kannst jetzt, nee, okay, mach euch weiter. Ist okay. Ja, okay. Da sind noch Teile vom Gesicht sichtbar. Ich verstehe, ja, ist okay. Aber die ist schon ganz, also mit ihm zu, mit Frenchy ganz süß. Und was ich eben bei denen so interessant finde, ich bin mir unsicher, ob das einfach nur eine tiefe Freundschaft ist, was ja auch absolut okay wäre, oder ob da auch schon Romantik im Spiel ist. Also das gefällt mir ganz gut. Wenn es eine Figur gibt, die vielleicht ein bisschen mehr noch Feindschaft gebraucht hätte, ist es vielleicht mal was Milk. Aber der hat einfach den Vorteil, der ist halt einfach eine coole Sau. Punkt. Ja, genau. Das würde ich nämlich auch so sagen. Ja. Naja, ich fand zumindest diese Szene am Ende mit seiner Tochter, die fand ich ganz schön. Ne, weil er da nochmal sich selbst quasi auch reflektiert hat, dass er schon ein Trauma hat und dass ihn das auch umtreibt und treibt und deswegen, dass er vielleicht deswegen auch nicht ein normaler Vater sein kann. Ne? Das fand ich ganz angenehm. Was mir auch noch aufgefallen ist, mit Billy the Butcher, wir wissen ja in Staffel 2, dass er da Daddy-Issues hatte. Jetzt gab es ja in Folge 3 diese eine Episode, wo er halt eben, wo er halt mehr von seiner Vergangenheit erfahren und das halt eben sich Vorwürfe macht, weil er seinen kleinen Bruder allein gelassen hat, der sich dann umgebracht hat wegen seines Vaters. Wo dann auch erklärt wird, okay, warum er so zu Yui hält. Ne? Aber das ist ja dann auch wieder so eine Spiegelung zu seiner Beziehung zu Ryan. Also ich meine, er lässt ja auch Ryan im Stich und glaubt, es ist das Beste. Und das kommt ihm ja dann auch wieder teuer zu stehen. Und da glaube ich tatsächlich, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben mit dieser Rückblende. Und das war auch alles ganz gut und nett. Aber ich glaube, ich hätte es bei Billy the Butcher nicht gebraucht. Das stimmt, ja. Da nur noch zu erwähnen, es wird halt interessant, auch wieder in der nächsten Staffel dann, weil ihm ja jetzt die Zeit auch noch wegrennt. Das stimmt. Du hast ja schon gesagt, sie spritzen sich Compound V oder Compound V plus Forte oder keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas, da gibt es auch irgendwas von Ratiofarben, glaube ich. Problem ist halt nur, ich glaube, nach dem vierten Mal
ist es halt tödlich. Und im Gegensatz zu Yui hat halt sich Butcher mit Wonne halt die ganze Zeit dieses Compound B reingejagt. Und ich glaube, seine letzte Szene in der Staffel ist halt, dass er beim Arzt sitzt und er ihm klar macht, so, ja, pass auf, du wirst halt krepieren. Du warst wahrscheinlich noch ein paar Monate. Ja. Und genau, das finde ich interessant, denn, das finde ich interessant, denn Billy the Butcher oder Billy the Butcher war sein eigenes Leben ja schon immer relativ scheißegal. Und ich glaube, dass er das jetzt auch durchaus nimmt, dieses, was soll's, ich bin eher am Arsch, also diesen Fatalismus, um jetzt noch mal ein bisschen mehr freizudrehen. Und deswegen, hui, könnte das vielleicht echt übel werden. Und da mal eine Frage, Entschuldigung, du darfst gleich auch was sagen, keine Panik, aber eine Frage, mal angenommen, ist es wirklich so, dass Billy the Butcher am Ende von Staffel 4 das Zeitliche segnet. Ja. Entweder weil Homelander ihn tötet oder weil ihn Capone V dahin rafft. Ich glaube es zwar nicht, aber glaubst du, dass die Serie ohne ihn funktioniert? Nein. Okay. Sowohl Butcher als auch Homelander kannst du nicht aus dieser Serie rausaddieren. Hm. Das geht einfach nicht. Das glaube ich nämlich auch. Und deswegen bin ich mal gespannt, was passiert. Also ich bin insofern gespannt, weil er auch diesen zeitlichen Druck hat. Nicht, weil er irgendwie denkt so, oh, jetzt habe ich nur noch ein paar Monate und bla bla bla. Mhm. Sondern ich muss jetzt in einem Jahr muss ich Homelander töten. Ne? Vorher hatte sich noch gedacht, okay, Plan A ist gescheitert, dann mache ich Plan B und überlege mir was anderes. Aber ihm gehen jetzt die Optionen und die Zeit aus. Und dann wird er, glaube ich, noch unberechenbarer, wie er jetzt schon ja sowieso ist. Ja, und Carl Urban, wie gesagt, noch mal großartig. Es gibt so ein paar Sequenzen wieder, wo man dieses Irre in seinen Augen sieht. Das kann er richtig gut. Okay, dann haben wir noch eine Figur offen, finde ich. Okay, ich überlege gerade, wer es sein könnte. Wir haben wie in Stranger Things eine Russland-Eskapade. Ja, du meinst natürlich Soldier Boy. Mhm. Ich muss sagen, es gibt diese eine kurze Szene, und ich glaube, da gibt es auch eine längere voll auf YouTube, da sieht man Soldier Boy in irgendeiner Top of the Pop-Sendung so einen Rap singen. Ich finde das so großartig. Ja, genau. Soldier Boy, gespielt von Jensen Ackles, da vielleicht ein kleiner Funfact, wer es nicht wusste, der Showrunner von Supernatural ist Eric Kripke gewesen, und der ist jetzt auch der Showrunner von The Boys, also die kennen sich gut. Und ich kannte Jensen Ackles halt eben aus Supernatural, ich habe da aber nicht viel von gesehen. Und aus diesem My Bloody Valentine Remake, also für mich eher ein unbeschriebenes Blatt. Und ich dachte am Anfang, okay, was soll denn das? Also, konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber zum einen, so ein Bart macht echt viel aus. Ja. Könnt ihr auch an Thomas sehen. Ohne Bart ist der im 14er Landschaft. Mit Bart ein echter Mann. Ja. Und meine Fresse, Soldier Boy, also ich hatte das Gefühl, der hatte echt Spaß. Und der hat da ein paar Sprüche rausgelassen. Also, was für ein sexistisches, rassistisches Arschloch. Aber hat Spaß gemacht. Ja, also den denkst du die ganze Zeit auch irgendwie, weil er immer wieder was durchblitzen lässt, ne? Von wegen, er war dann doch nicht in Omaha Beach und hat nur für Presse Fotos gemacht, ne? Also er hat den Krieg auch gar nicht so richtig mitgemacht. Gleichzeitig erzählt er, wie assi sein Vater war und wie er ihn so zurückgestoßen hat. Und selbst als er dann Superheld wurde, gesagt wurde, ja, du hast die Abkürzung genommen, ne? Ein echter Mann hätte das nicht gemacht. Also du weißt doch die ganze Zeit, wo er das her hat. Und gleichzeitig ist er aber auch so fies und so ein dreckiges Arschloch. Oh, aber ganz ehrlich, also die Serie zeigt ja sehr deutlich, dass die größten Arschlöcher meistens immer Männer sind, weil er erzählt ja davon, wie sein Vater ihn verstoßen hat und wie mies sich das für ihn angefühlt hat. Ja. Und was macht er mit seinem eigenen Sohn am Ende? Genau dieselbe Scheiße. Ja, genau. Ja, so wiederholt sich das halt, ne? Also ich finde wirklich eine richtig tolle, treibende Figur auch, die da kurz, also gar nicht so lange ja Auftritte hat immer wieder, aber sehr, sehr gut im Gedächtnis bleibt. Ich finde es nur ein bisschen eine miese Nummer am Ende, weil er ist ja nicht tot, sondern er landet da, wo er gefunden wurde, in einem Käfig mit Gas. Ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass ich mir denke, okay, also eigentlich, er braucht ihn nicht mehr.
Ja, genau. Ne? Also du kannst weiter die ganze Geschichte weitererzählen, ohne dass er nochmal auftaucht. Andererseits kann ich es auch bei den Serienschöpfern jetzt verstehen, weil ich mir denke, du hast ihn halt immer noch so ein bisschen in der Hinterhand. Also wenn du nochmal jemanden brauchst, der für Chaos sorgt oder so nochmal eine Besonderheit reinbringt, kannst du ihn halt zurückholen. Und ich meine, wir wissen ja auch nicht, wie der Masterplan hinter der Serie aussieht, die sich ja jetzt schon sehr teilweise drastisch von den Comics unterscheidet. Mhm. Deswegen, ja, ich bin auch ein bisschen unzufrieden, aber ich will ehrlich sein, ich glaube, ich wäre unzufriedener, wenn er gestorben wäre. Ja. Weil ich auch das Gefühl hatte, den haben die doch nicht komplett verbraucht. Da steckt doch Potenzial drin. Das stimmt. Und was ich noch mit ansprechen will, weil Kimiko verliert ihre Fähigkeiten zwischendurch und hadert ja die ganze Zeit auch so ein bisschen damit und fragt sich auch, bin ich ein Monster oder hat mich diese Superheldenfähigkeit zum Monster gemacht oder jemand anders oder bin ich selbst schuld? Na, also na, das treibt sie ja um. Gut, am Ende nicht mehr, dann macht sie einfach alle wieder fertig, egal. Aber sie nimmt ja dann das Wie wieder, um ihre Fähigkeiten zurückbekommen. Und wir sehen ja am Ende, Maeve hat ja dann auch überlebt, wo du auch denkst so, ja, okay, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, ne? Aber sie könnte das ja dann theoretisch auch und würde ihre Fähigkeiten wiederbekommen. Aber die haben sie jetzt erstmal aus dem Spiel genommen, habe ich das Gefühl. Ja, wobei Maeve ja auch kein großer Fan davon war. Ich meine, die hat ja auch eine Schattenseite kennengelernt. Ich glaube, die ist jetzt auch ganz froh, dass sie halt mit einem Auge weniger, aber dafür halt relativ frei und unbehelligt vielleicht ihr Leben leben kann. Ich meine, das ist ja auch so eine, in Anführungszeichen, schöne Szene, wenn sie als lesbisch geoutet wird und dann wird sie plötzlich so auf die Fahnen draufgedruckt von wegen, ja, hier Gleichberechtigung, huhuhu. Ja. Das ist ja quasi das wäre, war es diesen oder letzten Monat, wo die ganzen großen Firmen gesagt haben, wir sind jetzt offen für alles, Pride Month und drücken einfach überall irgendwie eine Regenbogenfahne auf unsere Logos. Das ist so, okay, das Zeichen ist gut, schön und richtig und wichtig, aber naja, das ist ein Tropfen. Also für mich ist das weit entfernt davon, politisch wirklich Engagement zu zeigen. Tja. Und ich glaube, dass sie, also ich würde es der Figur gönnen. Es kann natürlich sein, dass sie nochmal zurückkommt. Ein Homelander vergisst nicht. Ne? Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir sie vielleicht wiedersehen, aber sie halt einfach da mit ihrer Frau oder Freundin da einfach hockt und vielleicht ihnen Ratschläge gibt, weil sie halt eben lange dabei war und vielleicht Wort besser kennt als alle anderen. Oh, das wäre so eine geile Nick Fury-Anspielung, oder? Ja, genau. Genau. Das wäre ziemlich cool. Und das Schöne ist, im Gegensatz zum Marvel-Film könnte sie auch Motherfucker sagen. Ja, genau. Sehr gut. Okay, ja. Genau. Wie fandest du denn, wie die Staffel sich insgesamt entwickelt, beziehungsweise welchen Bogen sie so schlägt zu Staffel 4 jetzt? Also, ich hatte ja das Privileg, dass ich die ersten 6 Folgen vorab sehen konnte. Ja, was echt auch scheiße war, weil ich dann irgendwie echt Ewigkeiten warten musste, bis Folge 7 dann auf Amazon lief. Also so, das war nicht alles Gold, was glänzt. Ich hatte also das Gefühl, dass sie sehr gut erzählt ist, dass sie ein paar Sachen gemacht haben, die ich so nicht erwartet habe. Wie gesagt, dass halt eben Victoria Newman relativ schnell halt in Anführungszeichen demaskiert wird. Ich fand, dass die Beziehung zwischen Yui und Starlight oder Annie sehr gut aufgearbeitet wurde, die auch am Ende dann noch mal so, wo es halt diesen Moment gibt, wo Yui kurz überlegt, soll er sich jetzt das Compound V spritzen oder glaubt er an seine Freundin und er glaubt an sie und er unterstützt sie halt. Das fand ich auch eine sehr schöne Szene. Ich war sehr mit ihr zufrieden. Ich hatte das Gefühl, dass Staffel 2 rückblickend relativ viel Häme abbekommen hat, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ja, Staffel 3 ist besser als Staffel 2 und Staffel 2 ist nicht so gut wie Staffel 1. Ich habe ein kleines Problem und ich muss jetzt echt aufpassen, ja, weil ich bei Stranger Things Staffel 4 das gleiche Problem hatte. Und da haben wir, also du, der liebe Paul, Grüße gehen raus, und ich, gefühlt eine Stunde lang nur über diesen Schwachpunkt geredet, was dann bestimmt sehr negativ klang. Ich hatte das Problem bei Staffel 3 von The Boys, mir fehlte am Ende halt noch auch so dieser Klimax. Am Ende wirkte es einfach so wie To Be Continued und mehr in Staffel 4. Mhm. Mir fehlte noch so ein bisschen so ein Punch.
Ja. Nee, da kann ich dir recht geben. Also was mir gefallen hat, ist, dass die erste Hälfte der Staffel sich so ein bisschen an die zweite anschließt. Ne? Also du hast halt noch Walt, du hast diese Verstrickung, du hast Homelander, der sich versucht, da rauszuwinden, gleichzeitig aber noch unterdrückt wird. Und Starlight, die versucht, zwischen ihrem Anspruch und ihrem Rechtsbefinden sich da irgendwie so durchzukämpfen. Und die zweite Hälfte der Staffel, die dreht sich nachher nur noch darum, dass sie Homelander killen wollen. Das fand ich eigentlich ganz cool und gleichzeitig, dass Homelander sich mehr und mehr von seinen Fesseln befreit. Und ich glaube, das ist so das Stärkste, was diese Staffel neben dem Spritzigsein schafft. Diesen Weg in die völlige Katastrophe, was wir ja eigentlich schon von der ersten Staffel an ja vielleicht auch hoffen oder erwarten, dass Homelander ja endlich auch der ist, auch in der Öffentlichkeit. Und der Weg ist vielleicht ein bisschen lang in der dritten Staffel an der einen oder anderen Stelle dahin, aber sie schaffen es für mich auch sehr, sehr gut, das nachvollziehbar zu machen. Aber ich gebe dir recht, beim Finale, also klar, es gibt da so ein paar Sachen, die ich ganz cool fand und auch wenn der Kampf jetzt kein Marvel-pompöses CGI-Fackgewitter ist, ist es halt gut gemacht und du hast halt irgendwie trotzdem alles so nachvollziehbar, wie sie miteinander agieren, ne? Aber es fehlt halt genau dieser Punkt, dieser Wow-Effekt, dieser ach du Scheiße, boah, krass. Weil ne? Das hatte halt Staffel 2. Da hattest du halt diese Szene, wo die halt einfach mal Stormfront für 3 Minuten zusammenprügeln. Und ja. Ich glaube, das hättest du hier auch machen können, aber hier ist es einfach so, da bekommt halt hier Soldier Boy diese Gasmaske auf mit diesem Gas und gut ist. Also du hast natürlich auch der Action und Kimiko betzelt sich da umher, aber es fühlt sich irgendwie nicht an wie ein Staffelfinale, sondern wie auch bei Stranger Things Staffel 4, wie so ein Mid-Season-Finale. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so wild, aber irgendwie, also ich kann nicht sagen, dass ich da am Ende der letzten, also der 8. Folge saß in Staffel 2 und dachte so, boah, geil. Ich saß da mehr so und dachte, ey, das war echt gut. Dann warte ich ja auf nächste Woche, da kommt Folge 9 und dann kommt das große Finale. So kam es mir mehr vor. Ja, genau. Nee, wir müssen jetzt noch mal lange warten, bis die nächste Staffel kommt. Oh. Ja, aber wie gesagt, Staffel 4 ist ja schon vor einiger Zeit bestellt worden. Und ich habe ja die Theorie, dass gute Serien immer am besten sind bei Staffel 4. Ja, also Dexter, Game of Thrones, Breaking Bad, von daher. Stimmt, oh, Staffel 4 stimmt. Von The Boys, freue ich mich drauf. Ich bin auch mal gespannt, wie lange es weitergeht. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass Amazon vielleicht jetzt in Zukunft diese Serie ein bisschen zu sehr aussaugen wird, weil es gab ja dieses Boys Diabolical, was ich gesehen habe, was nett war, was jetzt aber auch nicht so viel Eindruck hinterlassen hat, glaube ich. Und dann gibt's hier noch diese The Boys Schulserie, die ja irgendwie auch die Geschehnisse von Staffel 3 aufgreifen soll oder währenddessen sogar spielen soll. Und dann sind, glaube ich, noch ein paar andere Sachen geplant. Da muss man jetzt natürlich aufpassen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch Staffel 4 sehr gut wird. Ja. Und gerade bei dem Spin-off mit der Schule frage ich mich echt so, ob sie nach Netflix geguckt haben und die gesagt haben, ah ja, cool, die machen ganz viele Teenie-Serien. Komm, dann machen wir auch eine Teenie-Serie. Mal schauen. Also bin ich auch, ja, mal schauen. Ja, genau. Also das die andere habe ich noch nicht gesehen, Diabolik, die fehlt mir noch. Aber das sind ja auch nur so Kurzepisoden, ne? Ja, also es ist so ein bisschen wie das Love, Death and Robots von The Boys. Und ich glaube, die längste Folge, da geht 15 Minuten. Und das kannst du echt gut weggucken. Am interessantesten ist wirklich eine Folge, das ist so eine Animationssache. Da siehst du halt den jungen Homelander bei seinem ersten größeren Einsatz, wie ihm dann Black Noir unterstützt. Was, glaube ich, ganz gut ist, weil es noch mal so ein bisschen die Beziehung der beiden unterstreicht. Also ich hatte deswegen auch so dieses seltsame Gefühl, als halt Homelander jetzt in Staffel 3 Black Noir tötet, dass es ihm halt schon wirklich wehtat, das zu tun. Okay. Ja. Gut. Hast du noch was zur dritten Staffel? Ich fand's ein bisschen schade, dass wir nichts mehr von Stan Edgar gesehen haben. Ich bin wirklich gespannt darauf, ob der vielleicht noch mal wiederkommt. Mir fällt der Name der Darsteller nicht ein, aber die von dir eben bereits erwähnte Ashley ist auch toll gespielt, das muss man auch mal sagen. Colby Murphy. Ja, das werde ich mir nicht merken. Ja, und ansonsten klare Empfehlung. Vielleicht
wäre es ganz cool gewesen, wenn sie noch eine Folge mehr draufgelegt hätten. Ich weiß es nicht. Andererseits, 8 Folgen sind gute 8 Folgen. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht so lange warten müssen auf Staffel 4. Wobei, ich warte gerne, wenn es wieder so gut wird. Ja, genau. Also da kann ich mich nur anschließen. Ich bin gespannt, ob sie so ein paar Karten jetzt noch mal irgendwann rausholen werden. Also ob Soldier Boy dann doch noch mal irgendwie auftaucht oder Maeve irgendwie doch der Nick Fury des The Boys-Universums wird. Mal schauen. Genau, ansonsten hoffe ich wirklich darauf, dass sie den Weg jetzt weiter beschreiten und sich so ein bisschen Richtung rechte Superhelden-Diktatur entwickeln und quasi Homelander irgendwann mehr einfach machen kann, was er möchte, und alle feiern das, indem er einfach dann sagt, so, ja, hier Medien sind schuld und blöden Politiker und sonstiges. Das wäre ganz nett, so als Parabel auf unsere aktuelle Gesellschaft, einfach ein bisschen überdreht, ein bisschen überspitzt. Weiterhin finde ich das ganze Setting halt richtig genial, einfach so ein Motherfucker als Superheld zu haben, der einfach richtig böse ist. Das gefällt mir. Genau, also ich freue mich auch drauf, warte gerne auch ein bisschen, aber ich gehe von aus, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer schon die 4. Staffel zu sehen bekommen. Das kann durchaus sein. Ne? Ja. Also von daher freue ich mich auch drauf. Und hatte mit der Staffel echt wieder viel Spaß, weil sie halt so verrückte What-the-fuck-Momente hat. Und das gibt es meines Meinung nach oftmals zu wenig in so einer Serie. Ja, definitiv. Und ich habe auch, als ich dann sie zu Ende geguckt habe, irgendwie nach einem Ersatz gesucht. Habe nichts gefunden. Und da hat sich eine Frage bei mir manifestiert, die du mir vielleicht jetzt zum Abschluss dieses Podcasts beantworten kannst. Ja. Wann kommt eigentlich Staffel 2 von One Punch Man auf Netflix? Ach ja, keine Ahnung, aber da warte ich auch drauf. Okay, gut. Okay, genau, dann wären wir durch. Aber du kannst Umbrella Academy gucken, aber das hattest ja nicht so, das fandest du nicht so toll. Ne? Umbrella Academy war nicht so meins. Und da gab es noch diese andere Superhelden-Serie, das war auch nicht so meins. Okay, nee, gut. Also ich habe auch die letzten Marvel-Serien nicht zu Ende geguckt. Sorry. Okay, gut. Ja, der hätte sein können. So, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, vielleicht nur ein Satz. Ich glaube, The Boys ist einfach die ideale Superhelden-Serie für alle Leute, die Superhelden-Müdigkeit haben. Ja, das stimmt. Ja. Oder auch nicht. Also auch welche, die Superhelden. Egal. Vielen Dank fürs Zuhören. The Boys sind für alle da. Genau, The Boys sind für alle da. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der 3. Staffel gehalten habt, ob ihr sie gut fandet, schlecht fandet, ob ihr uns beipflichtet oder sagt, so, die haben keine Ahnung. Das würde uns sehr freuen. Also, wenn ihr kommentiert, nicht, dass ihr sagt, dass wir Deppen sind. Ich wollte gerade sagen. Liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, und ich sage schon mal Tschüss. Es war mir wieder eine Freude, es du mit dir abgewünscht zu machen. Ja, die Freude war ganz meinerseits. Denkt dran, Movie Break gibt es bei Twitter, Instagram und Facebook. Und ja, auch auf moviebreak.de natürlich. Und ich habe, glaube ich, beim Stranger Things Podcast gesagt, der nächste abgebinged ist Resident Evil. Da hatte ich vergessen, dass ich mit dir, lieber Thomas, noch The Boys bespreche, Staffel 3. Das ist hiermit gestehen. Ich sag jetzt nicht, dass der nächste Podcast Resident Evil ist, weil vielleicht kommt ja noch irgendwas anderes abgebinged dazwischen. Aber Peaky wir werden Blinders auch Resident Evil besprechen. Was? Peaky Blinders. Ach ja, Peaky Blinders, ja genau. Da weiß ich aber nicht, ob ich da dabei bin, aber du wirst Ersatz finden, da bin ich mir sicher. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, gehabt's euch wohl, kommentiert fleißig, das hat der Chef schon gesagt, und adieu, tschüss.